5 Wochen sind vergangen, seitdem wir Cassie in der Hundeschule in Ulmen das letzte Mal besucht haben. Mit 3 Monaten ist sie jetzt zusammen mit ihren Geschwistern vom Geburtshaus in die Aufzucht umgezogen. Hier erhält Cassie nun eine Art Grundausbildung auf ihrem Weg zum Diensthund. Deswegen geht es heute zusammen mit Tierpflegerin Jessica raus in die Stadt. Wir machen jetzt Umweltgewöhnung mit den Hunden hier. Also dazu verschiedene Leute kennenlernen, verschiedene Gerüche, verschiedene Geräusche. Halt eben mal unter Leuten sind, mal alles andere sehen, Autos richtig mitbekommen. Wir lassen uns dann auf verschiedene Bodenuntergründe mal alles beobachten. Das machen wir dann halt eben mit denen so früh wie möglich, damit die halt eben im Thema Umwelt gestärkt sind. Hierbei kann man eine schöne Unterordnung auch üben, halt eben, damit sie mal alles wahrnehmen, damit wir nicht, wenn sie unter Leute sind, Panik bekommen oder andere Probleme haben. Spätestens ab der 8. Woche halt eben gehen wir mit denen in die Stadt, in Kaufhäuser, zu anderen Tieren, alles so, was uns möglich ist. Im Alter von 5 Monaten ist aus dem süßen Wollknäuel Cassie schon ein richtiger Hund geworden. In ihrer Ausbildung beginnt sie nun mit dem Schutzdienst. Die sind jetzt kräftig in der Ausbildung, die Hunde. Und von Tag zu Tag lernen die Hunde jetzt das, was sie dann nachher dann als ausgebildeter Diensthund können sollen. Am Anfang der Ausbildung ist es wichtig, dass Cassie Selbstvertrauen aufbaut. Heute lernt sie, wie man mit lautem Bellen einen Angreifer einschüchtert. Mit ihren Milchzähnen kann Cassie zwar ordentlich zubeißen, aber das richtige Verbeißen in den Gegner wird erst später trainiert. Die Spezialisierung machen wir direkt mit dem Spüren von Sprengstoffen oder Rauschgiften. Und so bereiten wir die Hunde direkt schon für den Lehrgang vor, dass die mit 1,5 Jahren in den Lehrgang gehen können, zu dem Diensthundeführer, wo der dann den Hund das ganze Leben lang betreut. Am Anfang suchen die Welpen nur ihr Spielzeug und nachher bauen wir halt dann immer mehr das Spielzeug ab, dass der Hund das Spielzeug, den Duft des Spielzeuges mit dem Sprengstoff verbindet und dann wird der Hund halt vom der Person, die da noch dabei steht, mit dem Bringsel halt bestätigt. Super, ihr Mannes. Die Welpen, die wir jetzt da haben, die suchen sehr, sehr gut. Das kommt halt immer ganz drauf an, wie schwer man es versteckt. Man soll es nicht zu schwer am Anfang machen, aber auch nicht zu leicht, dass der Hund halt das finden kann und sich aber trotzdem ein bisschen anstrengen kann. Geschafft. Cassie hat die Sprengstoffprobe aufgespürt. Jetzt steht noch etwas Spielen und Belohnung auf dem Stundenplan, bevor es um 16 Uhr in den wohlverdienten Feierabend geht. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr, ob Cassie ihre Abschlussprüfung besteht.